Unicorn bringt eine ganze Reihe neuer Premium-Spieler-Darts auf den Markt, welche auf den Namen Code hören. Wir schauen heute mal am Beispiel von den Gary Anderson-Darts, wie sich die DNA-Beschichtung schlägt und ob wir gemeinsam den Morse-Code entziffern können. Und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen in Zinkers Dartstube. Mein Name ist Zinker und ihr seid in meiner Dartstube. Im heutigen Video soll sich alles um die neuen Darts von Unicorn drehen. Denn Unicorn hat vor ein paar Wochen neue Darts auf den Markt geschmissen und hat diese dann Code Darts benannt. Klingt erstmal anstößig, ist aber gar nicht so verkehrt. Wir schauen heute mal gemeinsam drauf, was die Darts so auf dem Kasten haben und wie sie sich auf dem Prüfstand machen. Bevor wir jetzt aber reinstarten in das Video, möchte ich noch ein großes Dankeschön loswerden. Und zwar ein Dankeschön an dartfieber.de, an den guten Sebastian, der mir die Darts im heutigen Video zur Verfügung gestellt hat, dass ich diese reviewe. Also, herzlichen Dank dafür. Und wir starten jetzt rein, wir fangen mal ganz klein an und schauen uns erstmal die spezielle Verpackung an und arbeiten uns dann vor zum Dart. Die hochwertige Premium-Box kommt extra mit einem schicken Pappschieber daher. Darauf ist dann das Code und das Unicorn-Logo aufgedruckt, welches uns bei verschiedenem Licht in den verschiedensten Farben begrüßt. Drumherum hat die Box eine Art Struktur, welche sich sehr schick anfassen lässt und das Code-Logo ist dort nochmal eingraviert. Hier seht ihr es nochmal genau. Bei Lichteinfall strahlt das Unicorn-Logo in den verschiedensten Regenbogenfarben und die Morsezeichen werden sichtbar. Das macht doch mal optisch etwas her und hat das Wort Premium verdient, oder? Wenn wir dann den Pappschieber auf Seite gelegt haben, erblickt uns die Box. Und wenn wir diese öffnen, kommt es auch schon zum ersten kleinen, ich sag mal Special, denn die Box wird nämlich von zwei Magneten zugehalten. Und das macht auf mich wirklich einen sehr wertigen Eindruck. Das gefällt mir sehr gut. So, jetzt nehme ich mal noch den kleinen Schaumstoffschieber weg und die drei DNA-beschichteten Amigos lächeln uns in den schönsten Farben an. Auf der rechten Seite ist noch eine kleine schicke Infokarte von Gary Anderson, also bestimmt nicht von Gary Anderson persönlich, aber mit Gary Anderson drauf. Auf der Rückseite sehen wir, was uns hier alles erwartet. Ja, der Morse-Code wird hier gleich noch mit erklärt, das ist auch besser so, denn ich war leider nicht bei den Pfadfindern oder auf der Schifffahrt und ich habe davon keine Ahnung. So, hier steht der Morse-Code und noch was alles anderes mit drin ist. Und auf der Vorderseite gibt es natürlich noch ein original gefälschtes Autogramm von Gary Anderson. Kleiner Spaß. Ich hoffe, du verzeihst mir, Gary. Und da in dieser Box so viel Zubehör mit dabei ist, möchte ich heute mal mit dem Zubehör anfangen. Wir haben insgesamt 4 Sets Flights dabei und 3 Sets von Shafts. Die Flights sind ja sogenannte Ultrafly Flights und diese habe ich euch hier mal abgefilmt und zeige euch gleich das optische Highlight davon. Denn wenn diese auf Licht treffen, erstrahlen sie in den buntesten und schönsten Farben und sind lichtdurchlässig und machen, wie ich finde, optisch wirklich richtig etwas her. Das gefällt mir richtig gut. Daumen hoch an Unicorn, gerne mehr davon. Und es gibt mehr davon, nämlich genau 3 Sets und auf diese gehe ich jetzt nochmal etwas genauer ein. Zum einen hätten wir den DNA Big Wing, den DNA Plus Standard und den DNA AR Type 2 Flight. Hauptsächlich unterscheiden sich die Flights etwas in der Form. Die einen sind etwas schmaler geschnitten, der Big Winger etwas breiter oder auch die Ecken und Kanten sind mal rund und mal eckig. Dann gibt es noch die Gripper 4 Element Shafts Extra und die Aluminium Shafts Extra. Ich muss sagen, dass ich das viele verschiedene Zubehör wirklich sehr gelungen finde, denn so kann man es auf seine eigenen Bedürfnisse gut anpassen und kann damit etwas herumspielen, bis man damit zufrieden ist. Kommen wir jetzt noch zum Herzstück der Box, nämlich den Darts. Wie man schwer übersehen kann, steht die DNA-Beschichtung natürlich im Vordergrund. Und nicht nur diese sollte bei den schicken Darts im Vordergrund stehen, sondern auch noch die zwei verschiedenen Grip-Zonen am Barrel. Wie ihr hier wunderschön seht, besteht dieser nämlich zu 2/3 aus dem normalen Ringgrip bzw. dem Doppelringgrip, welche man ja von den Anderson Phase 3 Darts schon kennt. Und das letzte Drittel oben besteht aus einem sehr, sehr, sehr gut gelungenen
Shark Grip. Dort sind dann auch die Morsezeichen verewigt und man kann dort den Namen Anderson lesen. Würdet ihr diesem Dart vom reinen Anblick her einen guten Grip zuordnen oder eher nicht? Am Anfang, als ich ihn nur so betrachtet hatte, war ich noch etwas skeptisch. Aber ich kann sagen, der obere Teil mit dem Shark Grip hat es richtig in sich. Ich habe selten so einen guten Grip in meiner Hand gehabt. Dem unteren Teil mit dem Ringgrip von Anderson würde ich so eine 6 von 10 geben. Aber der obere Teil hat mich echt vom Hocker gehauen. Ich gebe dort eine 9 von 10. Um euch das hier nochmal zu verdeutlichen bzw. zu veranschaulichen, habe ich probiert mit meinem Finger bei gleichem Druck den Dart etwas in meine Richtung zu ziehen und wie ihr seht, im Bereich des Shark Grips geht der Dart wirklich immer mit und dort beißt der Hai mal richtig zu. Das macht richtig Spaß damit. Der untere Ringgrip ist recht normal, aber oben da wird es wirklich sehr sehr bissig und der Hai bekommt Hunger. Vom Grip her würde ich mal behaupten, dieser Dart fällt keinem aus der Hand. Außer natürlich, du lässt ihn los. Tja, eine Frage bleibt noch offen. Wie fällt mein persönliches Fazit zu diesen Darts aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich etwas skeptisch aufgrund des hohen Preises. Denn für den Preis muss schon ein Hammer-Dart kommen. Und habe ich hier einen Hammer-Dart in der Hand? Ja, ich habe einen Hammer-Dart in der Hand. Warum habe ich den Hammer-Dart in der Hand? Ihr habt es eben im Video gesehen. Die Verarbeitung ist mal tipptopp erste Sahne. Der Barrel ist der reine Wahnsinn, je nachdem von welchem Spieler ihr jetzt habt. In meinem Fall ist natürlich nur von Gary Anderson. Der Grip ist wirklich sehr gut bei diesen Darts. Wir haben noch einiges an Zubehör dabei, wie die verschiedenen neuartigen Flights, noch ein, zwei Paar Schäfte und so weiter und so fort. Und natürlich noch diese wunderschöne Box. Also die Darts sind vielleicht sogar auch was für Leute, die einfach nur Darts sammeln und sich da mal ein schönes Set zu Hause in die Vitrine stellen. Also warum nicht? Ich würde sogar so weit gehen und würde meinen, der Preis ist halbwegs gerechtfertigt. Stempelt mich jetzt nicht für geisteskrank ab, aber für den Preis bekommen wir einen top verarbeiteten Dart mit einem super Grip und einem mega geilen Aussehen. Die DNA-Beschichtung ist wirklich was fürs Auge, muss man sagen. Da haben sie sich mal was sehr Spezielles ausgedacht, was mir wirklich sehr gefällt. Und ob man nun am Ende mit den Darts spielt oder sie sich einfach nur in seine Vitrine stellt, ist ja jedem selber überlassen. Wer darauf Bock hat, schlagt gerne zu. Ich hau euch den Link unten von Dartfieber mal rein. Dort sind die Darts sogar aktuell am günstigsten. An dieser Stelle kann ich sogar noch mal dazwischen grätschen. Wie ihr seht, bin ich gerade in Zivilkleidung und schneide im Hintergrund fleißig das neue Video, dass es am Sonntag pünktlich online kommt, welcher ja jetzt auch hoffentlich ist, der gute Sonntag. Und beim Schneiden hat mich eine Nachricht erreicht von Dartfieber. Und zwar kann ich euch verkünden, dass ihr mit dem Gutscheincode ZINKERSDARTSTUBE, blende ich jetzt natürlich unten auch noch mal alles gerne ein, den gesamten Oktober auf das gesamte Sortiment 6% sparen könnt. Heißt jetzt zum Beispiel, im Fall von den Unicorn Code Darts würdet ihr anstatt 97 Euro nach Adam Riese nur noch 92 Euro bezahlen. Und wie ich gehört habe, sind ja auch jetzt am Freitag einige neue Artikel auf den Markt gekommen. Also schaut euch dort gerne mal um, knallt den Code ZINKERSDARTSTUBE unten rein und spart euch 6%. Das war's von mir, ich schneide weiter. Peace! Also schlagt dort gerne mal zu. Holt euch etwas für die Vitrine oder etwas für den eigenen Gebrauch. Ihr habt gesehen, die Darts sind wirklich geil. Und das soll es dann auch für heute mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Review zu den Darts. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Darts unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Unicorn Code Darts sagt. Ich versuche jetzt nochmal den Morse-Code zu entschlüsseln, ob das auch alles seine Richtigkeit hat, ob dort wirklich Anderson auf dem Barrel steht. Ich weiß das noch nicht so ganz und muss da jetzt der Sache nochmal nachgehen. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, hole das doch bitte umgehend nach und aktiviere noch gleichzeitig die Glocke. Dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn dieser Kerl mit dem roten Mission-Shirt wieder ein neues Video hochlädt. In diesem Sinne, ich mache jetzt Feierabend. Und wie gesagt, ich probiere den Morse-Code oder den allgemeinen Code noch zu entziffern, ob das auch stimmt, ob das alles seine Richtigkeit hat, wer weiß. Und ich sage natürlich wie immer, Adios, Amigos.